Servus und herzlich willkommen zur vierten Folge meines Outlast Let's Plays. In der letzten Folge sind wir vor zwei ziemlich großen, hässlichen, nackten Zwillingen abgehauen, die uns essen wollten. Ja, diese zwei haben wir ziemlich schnell hinter uns gelassen und nun sind wir hier gelandet. Ich würde mal sagen, wir schauen uns jetzt mal weiter um und schauen, was noch so auf uns zukommen wird. Okay. Das ist auch ein langer Gang. Gehen wir mal hier rein. Okay. Scheint sicher zu sein. Den lösen wir jetzt noch nicht aus. Weil dafür haben wir zu wenig jetzt hier von der Umgebung gesehen. Wer weiß, was wir noch entdecken können. Eine Batterie. Dann gehen wir mal. Das war aber laut. Von da sind wir gekommen. Ziemlich üble Hintergrundgeräusche. Anbei finden Sie eine Kopie des Totenscheins von Rudolf G. Wernicke, Auftragnehmer Nummer 148616 von Murkoff Psychiatric Systems. Keine lebenden Anverwandten. Staat Colorado. Bitte gegen das Licht halten, um Wasserzeichen zu prüfen. Aktennummer 8732. Ort Colorado. Gemeinde oder Stadt Mount Massive Preserve. Voller Name Rudolf Gustav Wernicke. Aufenthaltsdauer in Gemeinde oder Stadt, in welche der Tod eintrat, 0 Jahre, 7 Monate. Aufenthaltsdauer in den USA, falls ausländischer Herkunft, 55 Jahre. Geschlecht, männlich. Farbe, Rasse, weiß. Ledig, verheiratet, verwitwet, geschieden. Bitte angeben, ledig. Geburtsdatum 20. Oktober 1918. Geburtsort Deutschland. Datum des Todes 28. Februar 2009. Hiermit bestätige ich, dass ich den Verstorbenen vom 4. Juni 2003 bis zum 28. Februar 2009 gepflegt habe und ihn am 27. Februar 2009 zuletzt lebend gesehen habe, bevor der Tod am bereits erwähnten Datum um 4.11 Uhr eintrat. Haupttodesursache und damit verbundene ausschlaggebende Ursache waren folgende: Herzversagen aufgrund von Altersschwäche. Echtheitszertifikate für eine korrekte Kopie der offiziellen Urkunde. Okay, Wernicke ist also offiziell tot und trotzdem Igitt. Hat der hier mit der ganzen Sache zu tun? Da gibt's wohl nichts außer dieses Dokument. Dann können wir den Schalter auslösen. Was war hier? Ach, das war da nichts.
Oh. Oh, Scheiße. Tja, hier kommst du nicht hoch, Fettsack. Boah, da kommt er schon wieder. Boah. Ivan, der. Boah, Igitt. Na toll. Wir liegen auf lautern Leichenteilen. Einen anderen Weg durch die Duschen müssen wir jetzt finden. Jetzt schauen wir erstmal, wo wir uns überhaupt befinden. Wir sind ziemlich weit gefallen. Hier steht ein Bett. Gefällt mir gar nicht. Hm. Bisschen kopflos, der Gute. Ah, Scheiße. Der ist da. Oh, da kommt er ja. Die nächste Batterie. Ich hoffe, er hat uns noch nicht entdeckt. Doch, da kommt die Treppen hoch. Sehe ihn nicht. Ach, doch. Da, er kommt auf uns zu.
Da ist er. Er geht wieder. Ich glaube, wir haben es erstmal überstanden. Ich glaube, er kommt. Jetzt bin ich nur vom Sound erschrocken. Boah, da läuft er. Boah. Ich hab keine Ahnung, wo lang. Okay, die scheinen alle ein bisschen durch zu sein. Der läuft mir da und hinterher, was soll denn der Mist? Wo geht's denn lang? So, nur noch 3 Batterien. Ich habe aber keine Ahnung. Wo es hier gerade weitergehen soll. Ah. Probieren wir es halt mal so. Da gehen wir mal nicht hin. Ich hoffe, der bleibt sitzen. Boah! Ah, geleck. Dankeschön. Hätte ich zwar nicht gebeten.
Boah. Hoffentlich tut die Sau uns nichts. Können wir darüber springen? Lol. Schon gemeint, dass wir das können. Probieren wir es nochmal. Ah, ja. Jetzt. Hey, ich tu dir nix. Nachruf unter, Webadresse, Rudolf G. Wernicke, Dr. Rudolf G. Wernicke, Alter 90, verstarb am 28. Februar 2009 in Ausübung der Arbeit, die er liebte. Er wurde 1918 in München, Deutschland geboren und erlangte großes Ansehen in mathematischen und wissenschaftlichen Kreisen durch die Veröffentlichung eines Artikels in Kooperation mit dem früheren Computerpionier Alan Turing. Nach ungeklärten Verstrickungen mit dem deutschen Kriegstreiben wanderte er 1949 dank eines Visums des State Departments in die Vereinigten Staaten aus. Nach etlichen Jahrzehnten der Forschung im Auftrag der Regierung in Los Alamos setzte sich Dr. Wernicke in New Mexico zur Ruhe, wo er sich der Landschaftsfotografie und der Pflege seiner Katzen widmete. Kurz nach der Jahrtausendwende kam er nach Colorado, um sich an den Wohltätigkeitsprojekten der Murkoff Corporation zu beteiligen. In einer Erklärung des Konzerns wird Dr. Wernicke als ein wahrer Menschenfreund mit einem großzügigen Wesen bezeichnet. Er hinterlässt keine Hinterbliebenen. Ah. Da kommen wir also nicht durch. Wir müssen hoch. Geh weg von mir, du Penner. Was soll denn der Scheiß? Geh weg. Toll, jetzt steht der direkt vor uns. Er geht nicht weg. Alter. Gut. Haben wir mal Eier aus Stahl. Hoffentlich tut er uns jetzt nichts. Bitte nicht. Boah, doch, er tut uns was. Boah, boah. Haben wir ein Glück gehabt. Nur noch zwei Batterien. Ah, folge dem Blut.
Yeah. Ach, ich sehe auch gerade, wir hatten drei Batterien und nicht zwei. Stimmt ja, ich hatte eine aufgehoben. Jetzt haben wir auch wieder vier. War da gerade was? Das Wort Wallrider tauchte überall auf. Murkoff hat ja ein Experiment durchgeführt, das Project Wallrider heißt, aber die Patienten sprechen von Wallrider, als ob es eine psychische Präsenz wäre, ein Geist oder Dämon, etwas, das sie im Berg gefunden haben. Ich würde es gerne als schizophrene Einbildung abtun, aber ich habe etwas gesehen, vielleicht war es eine kleine Störung in der Kamera, oder vielleicht werde ich auch langsam verrückt. Ja, ich weiß es nicht. Also darunter müssen wir auf jeden Fall. Wir gehen aber hier lang. Weil wir wollen ja auch ein bisschen was entdecken. Okay. Da gibt es nichts zum Entdecken. Also ich meine, wenn ich das schon sehe, vergeht es mir eigentlich schon, wieder darunter zu gehen. Überall steht's. Wallrider, 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 Wallrider. Was es wohl damit auf sich hat? Hm. Finden wir es raus? Hat's mich jetzt gerissen. Ah, sehr schön. Ja, da unten scheint's runterzugehen. Rufen mal runter. Oh, ist aber nicht tief. Oh, der Sound. Verheißt nichts Gutes. Nächste Batterie geht auch leer. Oh. Okay. Finde einen Weg aus der Kanalisation. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir stoppen das Let's Play jetzt hier. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Und ich würde mich über Kommentare von euch natürlich freuen. Feedback ist gerne gesehen. Also, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.